Neue Woche, neuer Weekly-Vlog. Servus alle zusammen. Und bevor es hier losgeht mit dem Vlog, herzlichen Dank an alle Abonnenten, die neu dazu gekommen sind. Vielen Dank für die Likes und Kommentare und. Die Lives auf Twitch, die wir machen, was weiß ich nicht alles. Vielen, vielen Dank. Und ja, jetzt geht's los. Was ist der Plan? Irgendwas mit Speyer. Bleibt dran. Irgendwas mit Essen gehen, mal wieder. Und ansonsten wird es, denke ich, ein vollgepackter Tag. Der Montag hier und let's go. Und auf jeden Fall ein Projekt. Diese Woche, spätestens nächste Woche. Garten. Garten. Der muss getrimmt werden, der Rasen, und die Hecken müssen weg, Platte, alle. Ich schwöre, dieser Garten, ne? Dieser Garten. Das hier, das muss alles weg. Da hinten weg. Hier die Trauerweide muss auch noch geschnitten werden. Also quasi hier alles mähen. Hier drüben auch noch. Was ist los, Harrison? Was ist los? Das fertig machen ist wichtig. Ja, let's go, oder Harrison? Der vermisst die Mama. Die Mama ist unterwegs. Ja? Du drehst deinen Kopf, um mich besser zu verstehen. Ja, feine Bubsche. Was ist los? Was ist los? Greifst du mich an? Ja, aber gut. Deine kommt gleich. Guck ich dich hin. Na, da macht die Story, da mach ich. Ich habe meinem Mann eine Überraschung gemacht. Von Sugar Gang ja, mal wieder. Pow, pow, pow. Jenny hat wieder Gift bestellt. Schauen wir mal, was ich da so. Oh, looks nice. Gutes für den Domagoj ergattert habe. Das wusste ich gar nicht, dass ich das bestellt habe. Oder ist es gratis? Ah, ich glaube, das ist gratis. Das habe ich nicht bestellt. Was im Ablaufen ist wahrscheinlich. Ah, jo, ja. Oktober 2024. Das auch, habe ich nicht bestellt. Sweethearts. Das habe ich auch nicht bestellt. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist alles MHD war wahrscheinlich. Ach so. Okay. Das? Sour Sour Double Drops Warheads. Ich glaube, das habe ich auch nicht bestellt. So, aber wieder hier ein. Kann man, können wir das hier irgendwie so hinstellen? Ein Gatorade. Gatorade. Another Gatorade. Noch ein Gatorade. Aber die Sorte kenne ich nicht, warte mal. Fierce, Bold and Intense, weil das kennen wir ja, oder? Ja, ja, Frosty. Hä? Das habe ich für mich bestellt, komm, ja. Das sind diese Crispy Schokobons endlich mal zum Probieren. Ja, das so habe ich nicht bestellt. So, was haben wir hier? Ein Fanta Traube, ne? Kann sein, das ist so China Edition. Traube, Minze, Traube, Traube, Minze. Welch Grapes, oder? So auf die Grape Art. Ist geil. Peach, oh. Hat man auch schon mal. Das hat man auch schon. Wow. In dieser Mystery Box oder was das war. Weißer Pfirsich und was wow. Ich, oder? Lemon. Mhm. Warte, was steht denn da drauf? Fanta Lime. Okay. Dann haben wir hier Melone. Oh, das ist geil. Dann haben wir hier nochmal Melone, oder? Ja. Aus China. Ich muss ja eigentlich mit dem Heve so eine Date Night machen und alles mit dem Heve verkosten. Was sind das für ein Sprite? China oder Japan Sprite, so irgendwas. Sprite China Fiber Edition. Also mit Ballaststoff oder was? Kann sein. Das ist China Cola Edition. Tatsache. Die schmeckt bestimmt different, alle. Wieder hier dieses Lime. Nochmal. Ah ja, weil das waren zwei Fanta-Pakete, so. Deswegen und verschiedene. Quasi hier cool. Einmal ein Jahresvorrat an Zucker. Jahresvorrat. Vorm Klinein kannst du dir das noch gönnen, ein Teil. Ja, das muss ja alles kaltgestellt werden, ne? Und dann geht's los, würde ich sagen. Gail Harrison. Jo. Dankeschön. Bitteschön. So, es ist soweit. Der zweite Schnitzkürbis
Kürbis, den ich in meinem Leben hier schnitzen werde. Drei Stück haben wir hier besorgt. Und noch so ganz fancy-mäßiges Schnitzwerkzeug, wie auch immer. Let's go for it! Tag Nummer uno, Garten schick machen, ist fertig. Ich zeig's euch kurz. Also quasi der Stick da hinten. Das habe ich jetzt fertig gemacht, vorne noch. Morgen besorge ich mir noch die Heckenschere. Und mit der Heckenschere werden die Hecken gemacht, ganz klar. Also nicht nur die Hecken, sondern all dieses Wildgewächs, der Wildwuchs da. Komfort in aller Hoffnung. Aber das hat mir schon wieder gereicht. Jetzt geht's gleich in die Hundeschule mit dem Harrison. Wir haben das Auto abgeholt, kurz am Tanken. Dann ist es wieder alles wie neu. Wunderbar. Einmal schick machen, aber diese Hundehaare, ne, überall. Da muss ich mal separat zum stärkeren Staubsauger. Ja, aber hier erstmal alle Oberfläche. So, und jetzt geht's irgendwie an diese Büchelkonstellation, keine Ahnung. Gavran, haben wir ja alles. Unkraut, haben wir alles. Ich bin am Arsch. Aber let's go. Es muss fertig werden. So, ich habe jetzt hier noch so eine Fläche freigelegt. Hinten kommt man auch jetzt wieder an den Bach. Da kommt jetzt noch dieses Moos rein, das Gras rein. Und dann machen wir auch fertig. Ich auf jeden Fall noch einen zweiten Tag dran hängen. Vor allem auch, um den Grünstück wieder wegzufahren. Also. Aber ist ganz gut geworden. So, good morning. Ja, ich muss es nochmal sagen, ich bin so froh, dass wir unser Auto wieder zurück haben. Opa. Bin gerade schnell was einkaufen. Das macht schon einen Unterschied. Kurz noch zum Opa. Hoppala. Und heute, ich glaube, es ist schon zu spät. Ich habe da gar nicht mitgefilmt. Aber wir machen, als Jenny macht vielmehr, Kartoffelsuppe. Und wir machen noch Kartoffelpuffer, also Grumbeere hier. Ach, ihr werdet sehen, ich werde es abfilmen. Draußen auf meinem Grund backe ich die aus, weil es ziemlich stinkgebärt nach Fett. Genau, wieder sonnig. Was haben wir gerade? 17 Grad, heute früh waren es 8 oder sowas, als ich mit Harrison raus bin. Aber so viel dazu. Nochmal, ich bin froh, dass die Karre zurück ist. So, die Jenny hat quasi hier die Vorbereitung für den Teig getroffen. Und dann geht es gleich raus. Und auch richtig gut, da hat sie hier selbstgemachtes Apfelmus gemacht und noch unser Tzatziki kommt noch dazu. Also es ist richtig, richtig feines Kartoffelmittag-Schlemmfest. Hey, so, dann hoffen wir mal echt, dass zum ersten Versuch, dass es hier was wird. Naja. Irgendwie haben wir nicht die richtige Mischung. Ein bisschen auseinandergefallen, aber geschmacklich sind die tip-top. 8 Uhr irgendwas. Was haben wir uns dabei gedacht? Es geht nach Mannheim. Es geht zum Ikea. Wir besorgen einen Kleiderschrank für den Opa. Klicken Collect. Ich muss gleich los. Maybe nehme ich euch mit, wie wir den ganzen Krempel dabei Ikea wieder aufbauen. Hier ist er wieder, mein Endgegner, mein Endboss, Ikea Mannheim. Aber ich kann zum Click and Collect fahren. Das ist eine ganz, ganz feine Sache hier. Jetzt wird alles abgeholt. So, der Plan ist,
Zu einem haben wir natürlich den Schrank für den Opa geholt, aber zum anderen für den Harrison, dass der hier so eine Art Ablageort für seinen Kram hat. Klingt komisch, ist aber so. Also ein Kallax. Da ist die Jenny gerade fleißig dabei. Yes. So, Harrison, du guckst schon, was das ist. So, der ist unter dir, glaube ich, oder? Also auf jeden Fall haben wir jetzt hier auch noch ein Schubladeelement. Und was kommt jetzt noch dazu? Säcke kommen, oder? Türen, okay. Eine Tür. So, das ist jetzt fertig. Oh, wacht. Ja, mal. Also das waren die Boxensäcke, ja, also die Boxen. Und jetzt hier für den Harrison mit einer Art Kleiderstange. Fragt nicht, warum. Hier haben wir Kleiderbügel. Ja, halt eben schon so viele Kostüme, kann man sagen, hat er jetzt hier quasi einen dezidierten Kleiderschrank bekommen. Kleider? Ja, Kleider, Kostüme. Also für mich, das sind Kostüme. Chucky, die Mörderpuppe, ist ein Kostüm. Ja, das, aber der Regenmantel ist kein Kostüm. Komm, ich geh mal den Opa holen, Mittagessen. So, hier drin hat er jetzt Kotbeutel, dies, das, Handschuhe, wenn es ein bisschen kälter wird, also für uns. Na, jetzt im Winter, Herbst, eher Winter. Hier, ach, lauter so ein Kram. Hier, die Klamotten. Und ja, hier halt. Dies, das. Tücher. Ach, keine Ahnung. So, der Schrank steht. Ja. Oh, ich bin froh. Aber, also eingeräumt ist er auch schon.